Junge, meine Freunde, was geht ab? Neues Video auf meinem Kanal. Wir sind bei der zweiten Hälfte der Mystery Boxen von TCG Trade angekommen. Diesmal haben wir wieder die Chance von 1 zu 7 auf einen Vintage Booster. Wir haben 4 Booster Packs und einmal Kartenhüllen. Wer das erste Video davon nicht gesehen hat, checkt mal rein. Ich finde das Design immer noch sehr, sehr cool. Ich sage wie immer dazu, das ist gekauft und nicht gesponsert, also keine bezahlte Werbung. Und bevor wir reingehen und checken, ob wir dieses Mal einen Vintage Booster haben, noch eine kleine Sache. Ich habe einen Kommentar bekommen, dass ich manche Sachen nicht aufmache oder nur Custom Sachen aufmache. Jungs und Mädels, das ist doch ganz klar. Wir sind ein kleiner Kanal, wir wachsen. Ich zahle das hier alles für mein Hobby von meinem Geld, damit ich das für euch machen kann und wir eine langsam wachsende Community haben. Wenn die Community mal größer ist und auch der Kanal ein bisschen wächst, dann kann man natürlich auch immer teurere Sachen aufmachen. Aber so versuche ich euch einfach einen Einblick zu geben, was es so gibt. Und die Mystery Boxes abschneiden, da hatten wir ja auch schon echt teurere. Aber wenn ich mal eine Sache für meine Sealed-Sammlung zulasse, dann bitte verstehen. Und ich hoffe, es ist für euch auch okay. Gut, wir haben wieder unseren Packs, hier ist leer. Wir hunten wieder Vintage Packs. Hier sind, glaube ich, auch die Folien mit drin. Verpackung finde ich immer noch sehr gut. Ich weiß gar nicht, ob man es hier drin noch in so viel Papier wickeln müsste, aber war ja auch sehr gut verpackt in einer, wie heißt es, in einem Paket. Also ich glaube, da kann eigentlich nichts kaputt gehen. Da sind Booster Packs. Und dann sind hier die Folien wahrscheinlich. Okay, also letztes Mal haben wir auch schon hier der Ultimate Guard Folien Pack, 50 Sleeves. Und dann haben wir viermal Booster. Wir haben, das Ganze mal glaube ich, roundabout 30 Euro. Also wenn man keinen Vintage Booster zieht, zahlt man hier definitiv drauf. Und ich glaube, so wie die gepackt sind, Paldea, Brilliant Stars und Karmesin und Purpur und kein extra Pack dabei ist, war ich mir schon ziemlich sicher, dass wir hier nichts ziehen, und wenn man hier nichts zieht, dann zahlt man definitiv drauf. Hat er eben auch die Chance auf ein Vintage Pack, und es ist trotzdem, naja, vergleichen wir es mal mit den Poké Ref Packs, da hatten wir ja immer 50 Dollar plus Shipping und so weiter für 6 Packs, also 5 plus Bonus Pack mit der Chance auf was Dickes. In Holo in Pokémon Go. Ist auch gut. Aber hier habe ich halt auch, muss ich sagen, jetzt nur die Chance, bis zu Diamond and Pearl zurückzugehen. Was ich bei PokéRef halt dann wirklich bis hin zu Base Set habe. Und da auch nochmal verschiedene Seltenheitsstufen. Ich glaube, jetzt meckere ich rum. Jetzt wir haben einmal komplett gebrochen hier. Und von daher, ich finde, sie sind schön gemacht. Ich finde, es hat einen coolen Style. Aber ich bin nicht hundertprozentig überzeugt davon, dass das meine neue Lieblings-Mystery-Box wird. Einfach, weil ich den Aufpreis dafür, dass ich Slimer, Knuddox, normale Holo, Vollbruch bis jetzt. Einfach dafür, dass ich die Chance, dass ich nur auf dem XY oder Diamond and Pearl habe, dafür eigentlich in der Relation Mehrzahl als bei den Poker Packs irgendwie nicht so ganz fühle. Aber naja, da würde mich eure Meinung mal interessieren. Ihr seid im Moment eben ein bisschen kommentarfaul. Schauen wir mal, was ihr dazu sagt. Kann man ja mal machen. Was euch besser gefällt, ordere ich als nächstes. Entweder die hier nochmal oder neue PokéRef Packs, weil der Kollege hat auch eine neue Edition herausgebracht. So, letzte Chance für heute. Wuffels. Wir brechen komplett heute. Pass auf. Wir brechen komplett. Also, 4 Packs. Zweimal eine Minimalchance auf die Holo. Und ja, Sleeves dazu. War ein teurer Spaß für 4 Packs. Ja, TCG Trade. Coole Verpackung. Uns leider kein Glück gebracht. Was haltet ihr davon? Haut mal rein in die Tasten. Würdet ihr es euch holen?
Soll ich mir die nochmal holen, auch nochmal eine Nummer teurer? Oder gehen wir mal wieder auf andere Sachen wie PokerRap oder andere Websites? Lasst es mich wissen in den Kommentaren. Euch einen schönen Tag und ciao.